So ein bisschen was zu uns. Wir als Verein Karlsruher Softwareingenieure haben uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir das ganze Software Engineering voranbringen wollen. Hier mit dem Fokus hauptsächlich bei uns Technologieregion Karlsruhe, das ist unser Wirkungskreis. Wir wollen das, was alles möglich ist, in den verschiedensten Facetten sichtbar machen. Und unter anderem sind auch aktiv im Bereich Vernetzung, eben hier jetzt auch mit solchen Formaten Wissensaustausch, um Leute einfach hier auch für das ganze Thema, für die ganzen MINT-Themen begeistern, faszinieren zu können und tun natürlich an der Stelle auch das eine oder andere für den Nachwuchs, um auch hier schon die jungen Leute direkt abholen zu können und eben für diese Themen zu begeistern. Ich habe hier so ein paar unserer Aktivitäten mitgebracht, was wir so alles tun. Gerade im Bereich Nachwuchs mit dem Informatik-Bogi fördern wir junge Menschen. Wir haben die Verleihung des VKSI-Preises. Wir sind Mitsupporter am Entwicklertag von Karlsruhe. Wir sind auch momentan mit einer Aktion am Start, die noch im Work in Progress ist, zu einer Imagekampagne, um hier Karlsruhe mit zu unterstützen. Und jetzt, wo wir uns gerade befinden, in der Sneak Preview Meet Cyberforum IT Roundtable. Ganz kurz, einfach mal so eine kurze Einblende, was wir da so alles tun und einen kleinen Überblick dazu im Bereich Informatik-Bogi. Wie schon so ein bisschen angedeutet, hier versuchen wir gerade junge Menschen zu begeistern von den MINT-Fächern, von der Informatik. Das machen wir zusammen mit unseren Kooperationspartnern, dem KIT, dem FZI, aber auch verschiedenen Unternehmen, um da den Jugendlichen einfach schon mal von früh auf die Faszination und Spaß einfach auch an der Informatik und den MINT-Fächern mitgeben zu können und wecken zu können. Für diejenigen, die sich dann auch entschlossen haben, genau in der Richtung zu studieren, prämieren wir auch jährlich die besten Abschlussarbeiten, die letztendlich auch von den verschiedenen Professoren nominiert werden und wo wir dann unseren VKSI-Preis verleihen, der auch mit einer kleinen Prämie dotiert ist, sodass es auch noch eine kleine monetäre Wertschätzung für die Kollegen gibt, die hier besonders gute Abschlussarbeiten absolviert haben. Wir sind am Entwicklertag Karlsruhe mit dabei, unterstützen den zusammen mit unserem Kooperationspartner Andrena. Haben wir auch einen eigenen Track, wo wir mit dabei sind und auch ein Stück weit auswählen, was es alles mit ins Programm schafft zum Entwicklertag. Hier wird auch typischerweise dann der VKSI-Preis verliehen. Momentan, Corona-bedingt, viele unserer Aktionen meistens eher jetzt in der Online-Variante verfügbar. Wir freuen uns natürlich auch darauf, wenn es endlich mal wieder losgeht und wir tatsächlich auch wieder vor Ort die Hallen füllen können, so wie es hier, also wie ihr es hier alle sehen könnt, das tatsächlich doch guten Zuspruch findet. Work in Progress hatte ich gerade schon gesagt. Wir sind gerade dabei, so ein Stück weit, kam aus einem unserer Strategie-Meetings raus, eine Image-Kampagne für Karlsruhe zu machen. Ich hatte in der letzten Sneak Preview so ein bisschen was dazu erzählt, was da die Hintergründe sind, worum es da geht, was wir da alles vorhaben. Nur ganz kurz hier an der Stelle. Wir möchten hier eine Challenge aufbauen, um allen, die daran teilnehmen können, deutschlandweit mitzumachen, verschiedene Aufgaben lösen zu können, Karlsruhe quasi digital und aus auch Software-Ingenieurs-Sicht zu erleben und sich da auch beweisen zu können. Und das, was wir jetzt heute machen, unsere Sneak-Previews, wo wir versuchen, immer wieder sehr, sehr spannende, interessante Themen aus der Informatik hier mit weiterzugeben und entsprechende Vorträge mit zu organisieren und das tatsächlich nicht nur rein nur aus der Brille der Informatik heraus, sondern oft auch einfach aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Facetten heraus, sodass wir das ganze Thema dann auch aus verschiedenen Blickwinkeln auch kontrovers mit allen Teilnehmern diskutieren können. Das machen wir mittlerweile, deswegen nennt sich das Ganze auch mittlerweile Sneak Preview Meets IT Roundtable vom Cyberforum in Kooperation mit unseren lieben Kollegen und Kolleginnen vom Cyberforum, wo wir einfach auch gesagt haben, Mensch, lasst uns das zusammenlegen, dass wir einfach hier in Karlsruhe noch mit diesem Format noch mehr gebündelt bekommen, noch mehr Leute erreichen, noch mehr Leute begeistern können für dieses ganze Thema und dementsprechend hier auch, so wie wir es heute haben, auch viele, viele Teilnehmer zusammenbekommen, um hier auch am Ende der Vorträge auch eine schöne Diskussion zu bekommen. Wie es der Alex auch gerade schon gesagt hat, die meisten unserer Vorträge, sofern wir die Einverständniserklärung bekommen haben, die laden wir hinterher, die schneiden wir hinterher und laden sie dann nochmal auf YouTube hoch, auf unserem YouTube-Kanal.
dass man sie auch im Nachgang, wenn man jetzt so eine Veranstaltung wie heute mal verpasst hat, trotzdem auch noch die Möglichkeit bekommt, die Vorträge entsprechend im Nachgang sich auch noch anschauen zu können. So viel dazu, so viel von uns erstmal von der Seite. Ich würde sagen, an der Stelle, los geht's. Wir haben uns in der Zahnheilkunde im Jahr 2018, haben wir damit angefangen, oder 19, 18, dem Schritt der Digitalisierung zugewendet und haben eine Arbeitsgruppe gegründet. Ein Teil davon sehen Sie jetzt auf der Titelfolie hier, das war meine Wenigkeit. Ich bin Zahnerhalterin, mein Schwerpunkt ist die Zahnerhaltung. Ich bin auch Spezialistin für Zahnerhaltung und Oberärztin an der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde in Heidelberg. Frau Dr. Eberhardt und Frau Dr. Schick sind die Lehrkoordinatorinnen, die also diese zahnärztliche Ausbildung, die Sie im Hintergrund sehen, koordinieren, also auch klinische Behandlungen und präklinische Kurse, also Simulationen an Puppen werden ja, jetzt bei uns wird dann an Puppen gebohrt, bis man dann an den Patient gehen darf. Dann Luis Wettach aus Karlsruhe hat sich uns angeschlossen aus diesem Projekt heraus. Waren wir sehr froh darüber. Er ist mittlerweile tätig in der IT-Lehre der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Und der Herr Privatdozent Sinan Shen hat auch ein zweites Projekt mit der Hochschule Karlsruhe in Zusammenarbeit gemacht. Herr Shen hat einen Ruf bekommen auf den Lehrstuhl für Kieferorthopädie nach Kiel, ist aktuell sehr viel beschäftigt und hat leider keine Zeit gehabt, sich uns anzuschließen. Liebe Grüße von uns und wir sind natürlich sehr stolz auf ihn und vertreten ihn hier ehrenhaft. So viel zu uns. Was haben wir gemacht? Wir haben uns erstmal angeschaut, was haben wir denn schon in der Zahnheilkunde da an Digitalisierung. Wir haben einzelne Lehrmodule, das ist so ein bisschen jetzt der Anfang, den alle gegangen sind. Dann haben wir uns gefragt, was können wir machen, wie können wir die Medizin mit der digitalen Medien verbinden. Wir haben natürlich auch immer das Problem des Datenschutzes und der Patientenversorgung. Was können wir durch digitale Formate vielleicht auch optimieren? Und dann haben wir im letzten Schritt eine App entwickelt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Karlsruhe. Da sind wir sehr erfreut, dass es geklappt hat. Und diese App hat also die Anforderungen in der zahnmedizinischen Lehre, vor allem in den klinischen Kursen, erfüllt. Unsere Zielvorgabe war, das muss man sich natürlich in der Medizin, wo man natürlich viel am Patienten mit kranken Menschen arbeitet, auch zuvorderst fragen. Digitalisierung kann die zahnmedizinische und auch die medizinische Lehre verändern, indem bisherige oder auch bekannte Organisationsmuster oder auch curriculare Inhalte erweitert werden. Dazu muss man sagen, unsere Approbationsordnungen sind eher alt. Unsere ist jetzt novelliert worden letztes Jahr, ist aber davor aus dem Jahr 1955 gewesen. Also wir haben nicht wirklich, also wenn ich Ihre Sprache da höre von diesen Eingangsvorträgen, wir sind eine andere Welt. Also das muss man einfach tatsächlich so sagen. In diesem Projekt, was wir Ihnen jetzt hier vorstellen, sind wirklich zwei ganz verschiedene Welten mal aufeinander getroffen, was auch das Projekt zu was Besonderem gemacht hat. Wir haben schon Lehrformate gehabt. Wir haben das Lehrformat Blended Learning verwendet. Wir haben den Inverted Classroom. Dann haben wir Mobile Learning gemacht mit Lehrvideos. Wir haben Audience-Response-Systeme verwendet in den Vorlesungen. Das ist alles nichts Besonderes. Und wir haben einen digitalen Workflow. Das geht auch mehr in die Zahnarztpraxen hinein, dass man eine digitale Abformung macht im Patientenmund, dann Inlays, Kronen, Brücken konstruiert am Computer, diese schleifen lässt von der Schleifeinheit und sie dann im Patientenmund befestigt. Es gibt responsive Plattformen und wir haben auch mobile Geräte schon genutzt und verschiedene Anforderungen. Hier ein Beispiel des Blended Learning Implant, also wie man implantiert, Schritt für Schritt. Da gibt es eine Online-Phase, da kann der Student selbstbestimmt hier im Unterkiefer, sieht man eine Bohrschablone, da werden zwei einzelne Implantate gesetzt, um den Prothesenhalt im zahnlosen Kiefer zu verbessern. Der Student kann also selbstbestimmt sich das anschauen, die Videos, PowerPoint-Folien und Audios. Und in der Präsenzphase bekommt er eine Live-Demo an der Bohrschablone, wie man also diese Bohrung für ein Implantat vornimmt und dann praktisch eben damit weiter verfährt. Hier der digitale Workflow CAD/CAM.
Das bedeutet Computer-Aided Design. Das wissen Sie wahrscheinlich, Computer-Aided Manufacturing. Da wird am Patientenmund ganz links die Abformung optisch gemacht, nicht mehr mit Abformmaterial, was man ja auch von Kieferorthopäden häufig noch kennt oder von, wenn man mal eine Krone bekommen hat. Da wird einem eine Kamera in den Mund gehalten, es wird ein Foto gemacht. Da sieht man dann den präparierten Zahnstumpf. Der Student am Bild konstruiert eine Krone. Die Krone wird in der Schleifeinheit ganz rechts geschliffen und kommt also fertig geschliffen aus der Schleifeinheit heraus und man kann sie dann dem Patienten in dem Moment einsetzen. Sowas existiert tatsächlich in der Realität schon und auch wirklich funktioniert wirklich gut. Also diesen digitalen Workflow hat sich auch in den Praxen etabliert. Wir haben Lehrvideos, also wie präpariert man einen Zahn, wie bohrt man, also wenn können jetzt natürlich nicht die Studenten nehmen, theoretisch ausbilden und dann an den Patienten lassen. Deswegen gibt es sehr viele präklinische Kurse an Puppen. Wir haben dann Puppen mit Köpfen, die fährt man nach hinten, die haben Maske auf und einen Mund und Modelle und da wird dann ziemlich lange, ziemlich viel gebohrt. Und da gibt es eben diese Videos, um zu sehen, wie genau also man da die Zähne eben beschleift. Audience Response System ist klar in Vorlesungen, zum Beispiel hier zur Aufstellung von Totalprothesen. Ne? Ist die Aufstellung der Totalprothese gelungen? Ist sie nicht gelungen? Ja, nein. Hat er bestanden oder nicht bestanden? So kann man das da zum Beispiel machen. Dann haben wir natürlich, als wir uns an das Thema einer App herangewagt haben, wie wollten wir in den klinischen Kursen einsetzen? Heißt, ich habe im letzten Semester den klinischen Kurs 1 geleitet, jetzt leite ich den klinischen Kurs 2 in diesem Semester. Da gehen die Studenten das erste Mal an die Patienten, da sind verschiedene Schwierigkeiten eben da, auf die gehen wir gleich ein. Aber auch die Schwierigkeit, wir haben die ärztliche Schweigepflicht, wir haben den Datenschutz und wir haben die Sicherheit der digitalen Systeme in Kliniken. Da müssen sehr hohe Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, jegliche Patientendaten aus diesen Anwendungen herauszulassen. Also für uns war dann nach unserem Brainstorming klar relevant für den Erfolg und die langfristige Etablierung in der Medizin von digitalen Formaten ist die Sichtbarkeit des Mehrwertes für die Studierenden. Wir wollten also jetzt eine Anwendung kreieren und diese sollte dann im besten Fall nach Evaluationen zeigen, dass es für die Studenten besser wird. Wir haben also eine App entwickelt für mobile Endgeräte, für iPads, die wir an Studierende nun ausgeben, für die integrierten klinischen Kurse der Zahnmedizin. So, das ist für Sie jetzt natürlich sehr, sehr nichtssagend. Was sind die integrierten Kurse? Wir haben verschiedene Fächer in der Zahnheilkunde. Wenn du mal weitermachst, Louis, dann genau. Wir haben jetzt rechts ist jetzt der schematische Aufbau der Zahnklinik, der Klinik für Mund-, Zahn- und Kieferkrankheiten am Universitätsklinikum. Es sind 4 Abteilungen. Es sind unten die Abteilungen für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und die Poliklinik für Kieferorthopädie. Und im oberen Bereich sehen Sie die Poliklinik für Zahnerhaltungskunde und die Poliklinik für zahnärztliche Prothetik. Polikliniken sind Kliniken für Nichtmediziner, die keine Betten haben. Die Mundkiefer- und Gesichtschirurgie ist die einzige, die sich auch Klinik nennt, weil sie eine Bettenstation hat und eben da auch Betten belegt. Wir sind nur ambulant und haben deshalb keine Betten und sind eine Poliklinik. Die Polikliniken zahnärztliche Prothetik und Zahnerhaltungskunde machen zusammen die integrierten klinischen Kurse 1 und 2. Das bedeutet, wir bilden in diesen Kursen, die gehen jeder ein Jahr lang, die Studierenden klinisch aus. Das heißt, nach dem Kurs können sie Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen, Parodontaltherapie, Kronen, Brücken, Prothesen und so weiter. Zahnreinigungen, alles, was sie so im täglichen Grundgebrauch für den Praxisalltag brauchen. Gut, und es ist nicht immer ganz einfach. Verschiedene Abteilungen, das wissen Sie vielleicht auch aus Ihren Bereichen, haben verschiedene Lehrmeinungen. Wir müssen uns didaktisch einig werden zwischen Zahnerhaltung und Prothetik. Wir müssen manchmal sehr komplexe Abläufe wie große Prothesenherstellungen, das sind natürlich viele Sitzungen oder komplizierte Wurzelkanalbehandlungen, müssen wir standardisieren, in eine App hineinpacken, was natürlich nicht einfach ist. Wir müssen zur Bewertung von Studierenden, die ja alle behandeln, und das ist ja wie eine Art Prüfung, müssen wir ja erfassen, wie lange brauchen sie zum Beispiel, um Karies wegzumachen, wie lange brauchen sie, um
jetzt die ganze Füllung zu machen oder die Wurzelkanalbehandlung. Wir wollen dokumentieren, welche Leistungen erbringen sie. Und der Kursleiter soll natürlich auch seine ganzen Studenten im Überblick haben und die Aktualität. Wir haben Sterilisationen, eben auch organisatorische Probleme. Wenn ich eine Behandlung so und so mache, brauche ich das eine. Für eine Wurzelkanalbehandlung was anderes, für eine Prothese vielleicht nochmal was anderes. Dann haben die Studierenden immer Terminprobleme miteinander. Wer darf wann behandeln? Das muss gerecht sein. Und wir haben natürlich auch mehr Studierende als Behandlungseinheiten. Bei uns stehen ja nicht 100 Zahnarztstühle rum. Deswegen können wir natürlich die Nutzung dieser Einheiten effizienter gestalten. Gut, Luis, möchtest du jetzt übernehmen? Alles klar, ich hoffe, ja? Ihr hört mich noch. Ja, perfekt. Ja? Ja? Genau, ich mache jetzt gerade kurz weiter und danach kommt eine kurze Vorstellung, wie ich überhaupt und wie die Hochschule Karlsruhe da ins Spiel kam. Das heißt, wir hatten halt das Problem, dass Studierende, in dem Fall sind es meistens um die 70 Studierende, auf Behandlungsräume aufgeteilt werden müssen, in denen die dann ihre Behandlungen auch durchführen können. Es gibt also nur eine begrenzte Anzahl an Räumen mit Behandlungsstühlen und eben auch nur begrenzte Zeitslots, begrenzte Kurszeiten, in denen halt diese Behandlungen durchgeführt werden können. Und die müssen irgendwie auch organisiert werden. Und dann war halt die Überlegung, man erstellt eine modulare App für Studierende und Dozenten, in dem einen Punkt mit einem Kalendersystem, in dem man einfach sich Kursslots buchen kann, in denen man dann behandelt, genauso wie man seinen Behandlungsraum, in dem Fall seine Behandlungsbox, buchen kann. Genauso war der Plan, dass man einen Behandlungsplan mit integriert, dass man sagt, was gibt es für Behandlungen? Diese Behandlungen werden dann im Kalendersystem in dem Termin mit eingetragen und können dann, in dem Fall kann dann auch ein Assistent, ein Betreuer sehen, was behandelt denn der Studierende an diesem Tag in dieser Box. Genauso wichtig war eine digitale Warteschlange. Die Sache, die Studierenden sind ja noch keine vollen Zahnärzte. Sie arbeiten trotzdem an Patienten. Das heißt, Schritte, die am Anfang vom Kurs durchgeführt werden, beziehungsweise kritische Schritte auch am Ende vom Kurs, müssen durch einen Zahnarzt abgenommen werden. Aktuell, beziehungsweise bis jetzt, lief es immer so, dass die Studierenden gesagt haben, ja, ich habe einen Schritt fertig, der Assistent wollte den Schritt sehen. Er geht zu dem Assistenten hin, der aber auch gleich mehrere Boxen betreut und ruft ihn. Und dadurch gab es halt eben auch viele Wartezeiten. Manche Studierende standen dann da und haben halt gewartet, bis der Assistent frei ist oder aus einer anderen Box wieder zurückkommt, wo er gerade einen Schritt abgenommen hat. Und dadurch gibt es viele Wartezeiten für die Studierende, genauso für die Patienten, die in der ganzen Zeit auf ihrem Stuhl sitzen. Und wichtig war dann auch im Endeffekt am Ende, dass jede Behandlung einzeln bewertet wird. Der Kurs ist in einem Punktesystem aufgeteilt. Man muss eine gewisse Punktzahl über die Behandlungen erreichen. Und wenn diese Punkte erreicht sind, dann besteht man den Kurs mit einer Note oder fällt eben durch, wenn man unterhalb der Mindestpunktzahl landet. Genau. Und was hatten wir denn da? Das war auch noch wichtig. Man kann sich jetzt ein System überlegen, aber wenn die Ausstattung hinterherhinkt, wenn eine große Mühle recht langsam mahlt, ist halt die Frage, wie arbeitet man damit? Und das Gute war, es gab eine sehr, sehr gute WLAN-Ausleuchtung generell im ganzen Gebäude, in der ganzen Kopfklinik, wo auch die Kurse stattfinden. Und die Medizinische Fakultät Heidelberg verfügt über eine große Anzahl an iPads. Aktuell sind es über 700 iPads, die für digitale Prüfungen verwendet werden, aber eben auch in diesem Fall auch an die Studierende ausgegeben wurden. Das heißt, jeder Studierende hat im Prinzip ein Dienst-iPad bekommen ab dem 5. Semester und dieses Dienst-iPad kann eben auch dann als ein einheitliches Gerät verwendet werden. Es bringt nämlich auch nichts, eine App einzuführen, die für die Kurse relevant ist, wenn man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Studierende die gleichen Voraussetzungen dazu hat, dieses Gerät oder diese App auch zu nutzen. Damit ist quasi gewährleistet, dass jeder Studierende die gleichen Voraussetzungen hat und dass man damit auch einen bewerteten Kurs durchführen kann, beziehungsweise auch eine Prüfung durchführen kann. So, und jetzt kommen wir so ins Spiel von der Hochschule Karlsruhe. Und zwar war
das eine, ist die Idee entstanden in dem Arbeitskreis der digitalen Lehre von Frau Eberhardt, Frau Frese und Frau Schick. Und es muss ja irgendwie umgesetzt werden, so ein Projekt. Und Frau Frese kam dann 2019 an die Hochschule in Karlsruhe und hat an der Präsentation von dem Anwendungsprojekt bei uns in der Wirtschaftsinformatik teilgenommen und hat dieses Projekt vorgestellt. Unter anderem war ich einer der Studierenden damals, der sich für das Projekt beworben hat und bin damit reingekommen. Betreut wurden wir damals vom Professor Heberle und von Professor Neumann und waren eine Gruppe von 7 Köpfen und haben die Basis dieses Projektes umgesetzt. Und später wurde das dann im Rahmen meiner Abschlussarbeit, meiner Bachelorarbeit und jetzt halt meiner Tätigkeit an der medizinischen Fakultät weitergeführt. Und das Ergebnis ist HiCheck. Das ist eben eine App für die Organisation und Prüfungen, vor allem für praktische Prüfungen für die Lehre und in der Lehre. Und wir haben uns halt hingesetzt und haben uns erstmal überlegt, mit den ganzen Informationen, die Sie jetzt vorhin auch alle gehört haben, was sind denn so die Kernelemente, die diese Anwendung braucht? Wir waren vorhin schon grob dargestellt, wir brauchen einen Behandlungsplan, wir brauchen eine richtige Authentifizierung und Autorisierung über zum Beispiel den Uni-Account. Wir brauchen ein Wiki, in dem die Behandlungen genauso wie die Sterilisationsmaterialien hinterlegt sind, damit man damit auch arbeiten kann. Wir brauchen diese digitale Warteschlange, die gewährleisten soll, dass wenn ein Studierender einen Behandlungsschritt fertig hat, dass er den Assistenten über sein Endgerät rufen kann. Und wir brauchen in letzter Instanz auch noch ein Bewertungssystem. Das Ganze lässt sich dann auch noch aufteilen in 3 Säulen, mehr oder weniger für die Rollen, die es in diesem System gibt. Einmal für die Studierenden und die Lehrenden, der Login und das Wiki ist relevant für alle. Einmal, um zu überprüfen, ob die Informationen, die im System drin sind, richtig sind, korrekt sind, dass die Behandlungen passen. Und der zweite Punkt wäre bei dem Login auch noch, dass man einfach eine passende Autorisierung hat, welcher Nutzer darf auf welches Modul zugreifen. Ein Studierender sollte nachher nicht sich selber bewerten, aber genauso wenig sollte ein Lehrender später irgendwelche Punkte ändern können im Nachhinein, wenn das nicht mit dem Studierenden abgesprochen war. Genauso gibt es rein spezifische Funktionen nur für die Studierenden mit ihrem Behandlungsplan und dem Kalender. Da kann der Lehrende zwar darauf zugreifen, kann einsehen, kann aber nichts bearbeiten. Die Studierenden sind selbst dafür verantwortlich. Genauso geht es hier bei den Lehrenden darum, dass die digitale Warteschlange genauso wie die Bewertungen einfach einheitlich in diesem System vorhanden sind. Und deshalb gibt es auch mehr oder weniger eine Funktion, die beide, die funktionelle Anforderung 5, die für beide Funktion, für beide Rollen zutrifft, aber dennoch einzelne Funktionen beinhaltet. Der Student soll nur einsehen können. Der Lehrende soll aber wirklich auch die Bewertungen vergeben können. Zu nicht funktionalen Anforderungen sage ich auch noch ganz kurz was. Es geht halt einfach darum, dass wir diesen Datenschutz berücksichtigen. Das war auch ein großes Problem bei der Bereitstellung. Das Ganze kann nur im Uninetz laufen. An der Uniklinik Heidelberg läuft alles parallel ab. Wir haben die Uni mit Eduroam zum Beispiel als WLAN-Netzwerk und wir haben das Kliniknetzwerk. Das Kliniknetzwerk darf weder als WLAN bereitgestellt werden, noch von den Studierenden aktiv benutzt werden. Darin sind aber Patientendaten. Und im Uninetzwerk dürfen keine Patientendaten sein, aber darauf haben die Studierenden über WLAN alle Zugriff. Also war die Lösung im Endeffekt, wir lassen die Patienten raus. Es interessiert auch eigentlich bei der Bewertung später, beziehungsweise bei der Auswertung, niemanden, ob Patientendaten im System vorhanden sind. Es geht lediglich darum, zu sagen, was hat der Studierende wann gemacht und was ist seine Note dafür. Dann mussten wir uns halt eben auch noch um die Installation kümmern und die App-Verteilung. Das Problem ist, was das angeht, dass die App-Verteilung für iOS-Geräte relativ starr abläuft. Das sind wir aktuell immer noch am Kämpfen, aber es funktioniert mittlerweile besser, weil auch das Uniklinikum eigene Apps mittlerweile ausbringt. Gerade in der Physiologie gibt es da einige andere Ansätze, die auch so unter anderem auch Fitness-Apps und sowas bereitstellen. Und da muss man auch stark in Kooperation mit dem Uniklinikum arbeiten. Es geht wichtig, dass die ganze Anwendung auch erweiterbar ist, dass man sie vielleicht auch
in anderen Domänen einsetzen kann, dass sie später vielleicht auch in einem Anatomiekurs eingesetzt werden kann oder in einem Physikpraktikum. Es geht auch darum, dass Erasmus-Studierende damit arbeiten könnten. Wichtig ist vor allem auch, dass die App unabhängig läuft, dass wir die später auch auf andere Endgeräte ausbringen können. Aber genauso eben hier, dass es hier verfügbar ist. Wir hatten es gerade eben schon über das Kliniknetz bzw. das WLAN, dass da die Voraussetzungen geschaffen sind. Und wichtig war auch, dass es halt im Corporate Design des Uniklinikums in Heidelberg läuft. Die technische Umsetzung ist relativ simpel. Wir haben uns an so eine Microservice-Architektur gehalten und haben eigentlich versucht, alles im Universitätsnetzwerk zu hosten. Wir haben 4 Server aufgesetzt, einen Administrationsserver, über den tatsächlich dann auch per Administrationswebseite die ganze Anwendung administriert, bearbeitet, Stammdaten eingepflegt werden können, genauso wie Kurslisten aktualisiert oder neue Dozenten angelegt und gelöscht werden können. Und die App für die Studierenden und die Lehrenden. Das heißt, die Webseite an sich, die Administration, erfolgt einmal im Semester bzw. einmal im Jahr, weil die Semester zusammengefasst werden. Also der integrierte Kurs 1 ist ein Jahr, der integrierte Kurs 2 ist ein Jahr. Und wir haben die Anwendung, die App, die im laufenden Betrieb verwendet wird von den Lehrenden und den Studierenden. Und in den Services hier unten haben wir eben den Administrationsservice. Wir haben einen Buchungsserver, der sich einzig und allein für das Kalendersystem verantwortet. Der verhindert eben doppelte Buchungen, setzt dann die Behandlungen schon mit an. Wir haben den Warteschlangenservice, der wirklich tatsächlich dafür da ist, Anfragen von den Studierenden an die Assistenten weiterzuleiten, die dann direkt an ihrem Endgerät sehen, dass der Studierende die Hilfe braucht oder eine Abnahme benötigt. Und wir haben im Endeffekt noch den Bewertungsservice. Das Ganze läuft jetzt aktuell noch auf eine Datenbank. Man könnte sich ja überlegen, wenn die Last zu groß wird, dass man das Ganze vielleicht auch noch aufteilt. Wichtig war uns halt, dass dann auch noch ein Zugriff über den Authorization Service und ein Authentifizierungsservice möglich ist. Das Authentifizierung haben wir ausgelagert ins User Management von der Uni. Dadurch haben wir im Prinzip automatisch die Studierenden drin. Die können sich mit ihrem Nutzernamen, mit ihrem Passwort, was sie von der Uni her kennen, anmelden und müssen sich nichts Neues merken. Wir haben kein getrenntes System, sondern die sind auch eng miteinander gekoppelt. Genau, das Ergebnis, wie schon gesagt, ist einmal die iPad-App. Die iPad-App hat eben die Kalenderfunktion, die Wiki-Funktion, eine Behandlungsunterstützung später in der Behandlung für den Studierenden, die Warteschlange, die integriert ist zwischen Assistenten und Studierende. Wir haben Bewertungen, die eben über die iPad-App erfolgen können. Und wir haben die Administrationsseite, die zur Administration genutzt wird, in der Nutzer verwaltet werden können, beziehungsweise freigeschaltet werden können, weil Nutzer, die aus dem LDAP kommen, werden dann automatisch auch als Nutzer im System angelegt. Und so kann man eben später auch Kurslisten exportieren. Hier drin wird das Wiki verwaltet, genauso wie die Bewertungen verwaltet. Genau, das ist jetzt eben hier der Login-Screen von unserer App. Und jetzt kommen wir hier mal zu ein paar Demos. Ich hoffe, es läuft einigermaßen rund. Genau, das war die Ansicht als Studierender. Ich gehe gerade nochmal kurz zurück. Wir haben halt hier die Möglichkeit, ihre Module auszuwählen, in die sie reinsehen wollen. Unter anderem, jetzt wird als erstes der Behandlungsplan geöffnet. Dann eben hier über Plus ein neuer Termin angelegt. Es liegt aktuell schon ein Termin an. Da kann man eben die Behandlungen auswählen, die im System vorhanden sind, und dann kann man hier noch die passende Box auswählen. Aktuell gibt es eben 40 Boxen auf 70 Studierende. Das heißt, sie müssen sich auf jeden Fall immer absprechen, wer wann zu welcher Zeit arbeitet. Oder es läuft halt eben über das Kalendersystem hier drin, dass dann Terminkonflikte erkannt werden und wer zuerst seinen Termin eintragt, hat im Prinzip gewonnen. So, genau. Jetzt kann man hier unten noch die Wochenansicht durchblättern.
oder halt eine Behandlung fortsetzen. In dem Fall läuft schon eine Behandlung, eine neue Behandlung kann gar nicht mehr gestartet werden. Und jetzt kann der Studierende quasi die einzelnen Schritte durchspringen, die er nicht mit dem Assistenten klären will. Oder er sendet hier über diesen Knopf in der Mitte die Information an den Assistenten ab, dass er bitte eine Abnahme für diesen Behandlungsschritt haben möchte. Und das wäre jetzt die Seite der Studierende in der Behandlung. Und hier ist noch ein kleiner Einblick ins Wiki, was es denn wirklich nochmal für Behandlungen gibt. Die kann man sich dann auswählen, kann sich unterschiedliche Arten ansehen. Das Ganze hat sich jetzt mittlerweile optisch auch wieder stark verändert. Das ist noch aus der Beta-Version, die wir im Semesterkurs 2020/2021 eingesetzt haben, um einmal in einem Jahr in einem Kurs zu testen, wie funktioniert denn die App. Hier sieht man auch dann die Punktzahl der einzelnen, in den einzelnen Bereichen, wie viele Gesamtpunkte es gibt. Da wurde mal aus Spaß wahrscheinlich eine andere Punktzahl eingegeben. Maximal sollten, also die Mindestpunktzahl sind 60, die erreicht werden müssen. Man sieht hier noch die Behandlungstage. Das ist auch relativ relevant dann in der Abrechnung am Ende. Und man sieht noch, was in der letzten Behandlung erreicht wurde. Dadurch hat der Studierende einfach eine bessere Transparenz und muss nicht immer zum Assistenten gehen und fragen, wie viele Punkte habe ich denn in meiner letzten Behandlung bekommen. Und auf der Dozentenseite sieht das Ganze ähnlich aus. Man hat eine Übersicht über die Boxen, welcher Student wann behandelt. Genau, dann kann man die Box auswählen, die einen interessiert und eine Behandlung freigeben, wenn der Studierende wirklich die Behandlung auch durchführen will. Genauso wie haben wir das Wiki ist identisch für beide Seiten. Das dient einzig und allein der Kontrolle oder einfach zum Nachlesen, wenn einem Studierende irgendein Behandlungsschritt fehlt. Allerdings sollte die App auch grundsätzlich nicht als Wissensweitergabe genutzt werden, sondern eher nur als kurzes Nachschlagewerk. Als Lernplattform gab es ja an der Hochschule Karlsruhe, und ich glaube auch am KIT wird ja Ilias verwendet. An der Medizinischen Fakultät in Heidelberg wird Moodle verwendet. Also die geben sich im Endeffekt auch nichts. So, genau. Interessant ist es dann, wenn man die Behandlung, die Bewertungen anguckt, dann hat man auf der linken Seite für Semester 7-8 einmal hier oben zur Auswahl die Studierende. Genauso im Semester 9-10 hätte man die Auswahl der Studierenden. Und kann halt die einzelnen Kategorien, in denen bewertet werden kann, auswählen und kann dann prüfen, was hat denn der Studierende jetzt wirklich in dieser Kategorie an Punkte erreicht. Genau. Gibt es auch unterschiedliche Bewertungsmöglichkeiten in Punkten oder in Noten. Kommt immer darauf an, was für eine Kategorie man ist. Die Warteschlange hat sich jetzt hochkant gedreht. Das ist nämlich auch die Möglichkeit, dass man halt eben dann als Dozent in die Warteschlange gehen kann und kann sich das Ganze anschauen. Wie weit denn ein Studierender ist oder ob er eine Anfrage gestellt hat. So, und jetzt übergebe ich nochmal an Frau Frese, die dann noch kurz was zur Evaluation des Kurses 2020 sagt. Ja, vielen Dank. Wir haben dann, nachdem wir das jetzt ein Jahr eingesetzt haben, man muss sagen, wir mussten das WLAN ein bisschen ausbauen in der Kopfklinik, haben wir eine Evaluation durchgeführt. Wir haben zunächst einen Usability-Test gemacht, nach ein paar Wochen. Dann haben wir die App im gesamten Kurs ausgeteilt. Und wir hatten ja den integrierten Kurs 1 und den Kurs 2. Und im Kurs 1 haben wir es jetzt ein Jahr gemacht und im Kurs 2 haben wir es nicht gemacht. Und dann haben wir Test gegen Kontrollgruppe gemacht und haben das als Qualitätssicherungsmaßnahme laufen lassen. Da haben wir eine digitale Abfrage gestartet über das Evaluationsbüro, haben 17 Fragen konstruiert, wie ist die Organisation, wie empfinden Sie den Kursablauf, wie empfinden Sie die Gerechtigkeit, die Transparenz, fühlen Sie sich gut bewertet oder nicht? Und das habe ich dann statistisch ausgewertet. Mach mal weiter, dass wir das Bild sehen. Mhm. Oben das Blaue ist der IK1. Der IK1 ist Semester 7-8. Das sind ungeübtere Anfänger eher als der Kurs 2, die das ja schon im zweiten klinischen Jahr machen.
Man kann jetzt oben sehen, 1 Stimme voll zu, unten 5 Stimme nicht zu. Die unten rot markierten Punkte sind statistisch nicht signifikant. Das bedeutet, in der Organisation hat der IK2 gesagt, mir ist es viel zu zeitintensiv. Der IK1, der eigentlich viel gestresster sein müsste, weil sie ja viel weniger noch können und sich noch gar nicht an den klinischen Ablauf gewöhnt haben, haben gesagt, nee, für mich ist es jetzt nicht so stressig. Dann die Dokumentation einsehbar war für den IK1 deutlich besser. Also die haben da mehr zugestimmt. Die Wartezeit war signifikant, was für uns toll war wegen der Warteschlange. Da hat der IK1 gesagt, sie empfinden das als deutlich besser. Auch den Überblick über die Behandlungen, dass sie besser ihren Tag managen und auch ihre Behandlung und dass die Kursleistungen transparenter sind für die Teilnehmer des IK1, die diese App genutzt haben, als die des IK2. Also wir waren sehr erstaunt, wir waren auch sehr erfreut über diese Ergebnisse. Wir haben das im unten stehenden Teil, können Sie sehen, wir haben das jetzt auch zur Publikation eingereicht in einem internationalen Journal, weil es so eine Anwendung in einer medizinischen Bildungseinrichtung, vor allem auch zwischen Dozent und Studierenden, bislang nicht gibt. Es gibt zwar viele Apps über Anatomie und Apps über, was mache ich, wenn jemand ein Zahntrauma hat und so Sachen, aber so eine rein funktionale App, die Abläufe verbessert, ist ein absolutes Novum. Mal weiter, bitte. Genau, und jetzt haben wir, das können wir eigentlich auch ganz erfolgreich und erfreulich verkünden, dass wir mit dieser App dieses Jahr den Dental Education Award gewonnen haben, einen Preis in der Zahnheilkunde für die Lehre. Den haben wir zusammen mit der Hochschule Karlsruhe jetzt gewonnen. Der wird am Deutschen Zahnärztetag im November vergeben. Da wird also diese Anwendung jetzt auch erstmalig vorgestellt den anderen Fakultäten. Ein paar Fakultäten haben das schon mitbekommen, die alle da eigentlich auch interessiert waren, denn man möchte die Bildung ja schon digitalisieren, das ist ein sehr großes Anliegen. Deswegen die Frage nun, können wir das Open Source anbieten? Können wir das fachunabhängig oder fakultätsübergreifend machen? Wir haben uns letzte Woche mit Frankfurt mal besprochen, einer befreundeten Kollegin in Frankfurt, die auch da sehr interessiert waren. Und wir versuchen jetzt natürlich selbst in Heidelberg das weiterzuentwickeln auf die vorklinischen Kurse. Der Herr Privatdozent Chen hat ein 3D-Modell in der Kieferorthopädie. Er hat da auch eine webbasierte Anwendung gemacht. Das war keine Applikation, es war ein webbasiertes Tool, wo die Studierenden Röntgenbilder befunden und Winkel vermessen am Schädel, also orthopädische Vermessungen vornehmen. Und das hat jetzt heute zeitlich nicht geklappt, ist aber auch ein sehr spannendes Projekt. Und die Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie hat Interesse, sich mit in HITECH einzubringen. HITECH for All soll geplant werden an der medizinischen Fakultät für die Anatomie, Chemie und so weiter. Also das Potenzial ist riesig. Wir haben das selbst total unterschätzt. Wir sind da so ein bisschen reingestolpert. Jetzt sind wir so ein bisschen die Helden der Fakultät gerade. Die Zahnmediziner waren immer so ein bisschen die ungeliebten Anhängsel, so die Warze am großen Zeh, weil wir halt keine große Tumor- oder Herzchirurgie machen, sondern wir sind halt, wohnen halt in der Karies rum, ne, jetzt mal salopp gesagt. Aber dieses Projekt hat uns jetzt schon ein bisschen Ruhm eingebracht und nicht ganz zu Unrecht. Und wir möchten uns natürlich auch ganz herzlich dafür diese ganz tolle Kooperation mit der Hochschule Karlsruhe bedanken. Vielen Dank für den Vortrag. Das war sehr interessant. Glückwunsch zur Auszeichnung. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das bei Rainer Neumann als AWP gestartet mit der Studentengruppe und dann Bachelorarbeit dazu. Und also dann ist das Projekt soweit mit quasi gewachsen. Mhm. Jetzt sehe ich aber auch schon Rainer, der darf gerne auch dazu sich äußern. Nein, sehr gut. Nein, also vielen Dank für den Vortrag. Ich habe jetzt keine Fragen im Chat gesehen, aber ich habe sehr viele Fragen an sich. Ich habe aber noch 2 Minuten, das ist ein bisschen schlecht. Die erste Frage an die Professor Dr. Frese. Sie haben gesagt, Personendaten haben Sie aus der Anwendung rausgelassen. Wie haben Sie das Ganze anonymisiert?
Wir haben die Studierenden haben wir einwilligen lassen, dass wir ihre Aha. Namen reinmachen ins System. Ja. Die Patientennamen werden nicht eingetragen, es werden nur die Behandlungen eingetragen. Also wenn man eine Box bucht, also einen Behandlungsstuhl, dann wählt man die Nummer des Stuhls aus und die Behandlung, die man machen möchte. Möchte ich eine Füllung machen oder möchte ich eine Parodontaltherapie machen? Aha. Dafür braucht man den Namen des Patienten nicht. Das kann der Student sich im Kopf merken oder die haben allgemein auch da noch bei unseren Helferinnen Bücher, die da in unseren Klinik-Outlook-Kalendern geführt sind, die Patienten. Deswegen sind die Namen nicht wichtig. Okay, und jetzt bin ich ein Professor oder bin ich jetzt derjenige, der jetzt das Ganze prüfen möchte? Das ist alles digital. Der Student reicht mir das jetzt ein, das Ergebnis. Wie prüfe ich jetzt, dass es tatsächlich das korrekt war? Oder wird das jetzt nicht am Patienten geprüft, sondern an den Modellen, die digital sind alle? Der Zahnarzt geht hin, schaut sich das Ergebnis an und sagt, ja, die Füllung kann drin bleiben, die Krone kann eingesetzt werden und dann geht der Patient nach Hause. Ach so. Und dann schließt der Zahnarzt die Behandlung ab und gibt dem Studenten die Punkte. Okay, anhand der Box wird einfach das überprüft. Ich wollte jetzt aber nur fragen, wie kommt das Ergebnis mit dem Patienten zusammen, aber dann anhand der Box wird einfach überprüft, da war jetzt die Behandlung und dann ist das gut. War erfolgreich, fällt die Füllung raus. Wenn der Zahnarzt gerade kontrolliert, dann kriegt er keine Punkte. Okay, Sebastian Hahner, hat er noch eine Frage? Genau, ich hätte noch eine kurze Frage zur Evaluation. Also in dieser Grafik hat man ja gesehen, dass die Ergebnisse sehr wünschenswert waren mit der App. Der einzige Ausreißer war, glaube ich, bei Koordination leichter oder so. Genau, der zweite Punkt, Koordination leicht. Also wie kann man den Ausreißer erklären? Weil eigentlich müsste die Koordination schon leichter werden durch die Digitalisierung hier. Die Frage war so ungefähr, empfinden Sie die Koordination von Patientenbehandlung, Dokumentation und so weiter als leicht? Und das empfinden die Studierenden nicht leicht. Das ist sehr viel Stress für die, empfinden da ein sehr hohes Level an Stress. Und deswegen geht es in die andere Richtung. Das war eine positiv formulierte Frage, aber wir wussten schon, dass es immer ein sehr hoch stressbehaftet ist. Ja. Also wahrscheinlich eher auch wo man vielleicht auch noch durch die App weitere Verbesserungen machen könnte. Ja, möglicherweise. Also die Behandlungsschritte erleichtern schon viel, dass die sich innerlich darauf vorbereiten, welche Schritte mache ich jetzt nacheinander. Das hilft einem Anfänger schon weiter. Okay, vielen Dank. Okay, wir haben nochmal von Jan Stöß eine Frage, bitte. Ja, ich habe eine ganz kurze Frage. Also meine Erfahrung, was die Softwareentwicklung ja auszeichnet, ist dieser Teamgedanke, dass man also gemeinsam entwickelt und viele Prozesse in der Softwareentwicklung selbst, aber auch im Lehrbetrieb bilden so ein bisschen diesen Gruppenarbeitsprozess ab, teilweise auch digital. Wo steht denn da die Zahnmedizin und gibt es da auch Ansätze, dass man Studierende als Team oder in Gruppenarbeit begreift oder dass man Qualitätsmanagement IT gestützt in die Lehre, aber auch in die Praxis einbringt? Also es ist eine Anfängerfrage. Ich habe keine Ahnung davon, von der Entwicklung oder dem Betrieb der Zahnmedizin. Aber gibt es da mögliche Anknüpfungspunkte, dass man vielleicht sozusagen da Tools oder Ähnliches entnimmt aus der IT-Welt und da vielleicht auch einbringt? Also am Beginn des Studiums, wenn Sie jetzt Chemie, Physik, Anatomie Praktika machen, dann haben Sie Gruppenarbeit. Sie haben ja dann immer so, weiß ich nicht, fünft oder siebt, hat man da so eine Leiche vor sich. Da macht man dann ein Semester, präpariert man diese Leiche eben. Da macht man dann, das ist natürlich jetzt die Frage, welche Gruppendynamik dabei entsteht und was man da digitalisieren ist. Es sind halt relativ verkrustete Strukturen teilweise noch. Jetzt bei uns in der Zahnheilkunde sind es meistens Tandems. Also das sind immer zwei Studierende, die bleiben meistens auch den ganzen klinischen Studienabschnitt zusammen im Team und der eine ist der Behandler, der andere die Assistenz und am nächsten Tag wechseln die. Ja, also die haben einen stetigen Wechsel zwischen Behandler und Assistenz. Also auch diesen Rollentausch immer wieder, der ja auch psychologisch nicht ganz einfach ist. Ne? Also einmal ist man der Chef und am nächsten Tag ist man wieder die Assistenz. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da sicher Möglichkeiten gibt, um da die zu unterstützen, noch mehr zu unterstützen. Bei uns ist ja alles analog. Ich meine, das ist das erste digitale Tool, das wir haben eigentlich. Ja, und das ist schon revolutionär. Also ganz Deutschland findet das ja schon sensationell. Ne?
Was auch noch so ein Punkt ist, was es gibt keine generellen, also es gibt schon die Prozesse darin. Das Problem ist, dass sehr, sehr viel frei ist und sehr, sehr viel flexibel ist. Das haben wir vor allem halt in der App-Entwicklung gemerkt. Wir haben halt eine Restriktion eingebaut und haben sie direkt danach wieder ausgebaut. Weil viele Restriktionen dann in den Behandlungen fast gar nicht möglich waren. Beispielsweise diese Tandem-Geschichte, die war in der App am Anfang drin, aber die Tandem-Partner können, wenn die Zahl an Studierenden zum Beispiel nicht gerade ist, wir haben jetzt 73 Studierende, dann passt es schon mal gar nicht mit dem Tandem-Partner, dann hat eine Gruppe mindestens 3. Und da wird es dann schon wieder schwierig, aber es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, dass man da vielleicht gerade in den in den Teambuilding-Maßnahmen nochmal ein paar andere Ansätze einbringt. Ja, definitiv. Ja. Danke. Okay, wie es aussieht, keine weiteren Fragen, beziehungsweise ich muss meine dann wieder zurückhalten, weil ich würde jetzt gerne über die Nutzer, über LDAP nochmal sprechen, über die Anbindung, ob man das AD soweit über LDAP abfragen sollte oder gibt es da andere Möglichkeiten, aber da würde ich mich bei Ihnen nochmal melden dazu, würde jetzt zum nächsten Vortrag überleiten. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Also ich fand es richtig cool, dass Sie so viele Demos dabei hatten und dass wir so viel miterleben durften. Das waren nicht nur Folien, wo wir, also ich bin jetzt mal Informatiker, habe ich studiert, aber ich verstehe nur nicht so viel von dem, was Sie da tun, letztendlich bei den Szenen. Ja, man hat welche, aber letztendlich kennt man sich damit nicht wirklich aus. Und der Vortrag hat, glaube ich, allen wirklich sehr, sehr gut gezeigt, was da dahinter steckt, wie Sie die Digitalisierung auch vorantreiben. Um den Rainer Neumann zu zitieren, nochmal hier wegen Digitalisierung. Und vielen Dank, dass Sie dabei waren und das so schön uns näher gebracht haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ganz liebe Grüße an alle. Ja. Tschüss. Tschüss, Dankeschön. Dann kommen wir zu Herrn Take von FZI aus Karlsruhe mit einem Vortrag der intelligenten Diagnostik. Genau, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Marius Take, arbeite am FZI im Forschungsbereich Software Engineering und arbeite da seit ungefähr 2 Jahren im Projekt Intelligente Diagnostik, welches ich jetzt in den nächsten Minuten kurz vorstellen werde. Kurz zur Übersicht, was habe ich vor, in den nächsten Minuten vorzustellen? Am Anfang werde ich eine kurze Einführung in die Problemstellung geben, wie Hautkrebs aktuell von Hautärzten diagnostiziert wird, wie aktuelle Erkennungsraten sind. Genau. Danach werde ich einen kurzen Einblick in die multispektrale Bildgebung geben. Das ist einer der größten Unterschiede zu herkömmlichen Anwendungen und Schlüsselfaktor, warum wir hoffen, bessere Ergebnisse zu erzielen als herkömmliche Apps. Im dritten Teil werde ich ganz kurz noch auf den Diagnoseprozess eingehen, wo sich dann intelligente Diagnostik eingliedert. Und im Abschnitt 4 ist dann die Managementplattform das Thema. Die Managementplattform ist der Hauptteil, den wir vom FZI entwickelt haben. Da geht es darum, wie wir die Daten, diese multispektralen Daten verwalten können, wie wir KI-Modelle verwalten können, trainieren können. Genau, das werde ich dann in Abschnitt 4 immer noch erzählen und dann ganz am Ende noch einen Ausblick auf die zweite Phase geben, die aktuell läuft. Das ist Intelligente Diagnostik 2, wo wir aktuell dann versuchen, das Federated Learning umzusetzen, um ja die Datenakquirierung weiter voranzutreiben. Genau. Ganz kurz am Anfang eine kleine Projektübersicht, also die wichtigsten Informationen. Das ist ein Forschungsverbundprojekt der Innovationsallianz Baden-Württemberg. Die erste Phase, also intelligente Diagnostik, ist gestartet am 1.7.2019. Das Projekt ist an sich in 2 Teile aufgeteilt, einmal intelligente Diagnostik 1, welches dann im März diesen Jahres erfolgreich abgeschlossen wurde, und intelligente Diagnostik 2, was dann noch bis zum 31.12.2022, also bis zum nächsten Jahr, laufen wird. Das Konsortium besteht aus insgesamt 5 Forschungspartnern. Das ist einmal das ILM. Das ILM ist aus Ulm, Institut für Lasertechnologien in der Medizin. Dann haben wir für unter anderem histopathologische Untersuchungen das NMI in unserem Konsortium, das Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut aus Reutlingen. Hans Schickert haben wir dabei mit 2 verschiedenen Standorten. Einmal Hans Schickert Stuttgart, die sich hauptsächlich mit der Produktion und Miniaturisierung der Messsysteme auseinandersetzen, und der Standort Villingen-Schwenningen, die zuständig sind für das KI-System. Und dann wir vom FZI, wir sind der Konsortialführer in dem Projekt und kümmern uns um das
Managementsystem. Im Unterauftrag haben wir zwei Kliniken. In der ersten Phase war es die Universitätsklinik Tübingen. In der zweiten Phase kommt zu der Universitätsklinik Tübingen auch noch die Charité in Berlin hinzu, wo wir die Aufnahmen für unsere KI-System-Trainingsdaten erzeugen. Und das ganze Projekt wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg. Genau, das kurz und knapp zu den Projektdaten. Einmal ganz kurz eine Einführung, wie wird Hautkrebs aktuell von Dermatologen diagnostiziert? Hautkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland und in der Regel wird bei Dermatologen das ABCDE-Verfahren eingesetzt. Das ABCDE-Verfahren betrachtet 5 verschiedene Regeln. Ärzte kontrollieren das Muttermal auf Asymmetrie, gucken, ob das Muttermal gleichmäßig geformt ist oder ungleichmäßig geformt ist. B steht für Border, wo die Ränder des Muttermals betrachtet werden, ob diese verwaschen sind mit der Haut oder die Ränder vielleicht rau sind. C steht für Color, also für die Farbe, ob gleichmäßige Verfärbungen existieren, ob die Farbe sehr dunkel ist. D für Durchmesser und E für die Erhabenheit. Und wenn man sich jetzt die Bilder auf der linken Seite anguckt, sieht man, dass auch mit diesen Regeln es gar nicht so einfach ist, Hautkrebs zu klassifizieren. In der oberen Zeile, das sind alles benigne, also gutartige Hautläsionen, also keine maligne Melanome. Und wenn man sich manche Bilder anguckt, sind diese auch asymmetrisch, haben unterschiedliche Farben oder sind auch sehr dunkel, was vielleicht dann erstmal auf den ersten Blick auf Hautkrebs deuten könnte. Wohingegen hier unten diese Zeile maligne Hautläsionen darstellt. Das sind dann halt die Melanome. Und aktuell haben Dermatologen in einer Studie ungefähr eine Treffersicherheit von Melanomen bei ca. 85%. Herkömmliche oder aktuelle Anwendungen, heruntergeladen werden können, Handyanwendungen für den Endnutzer, haben auch ebenfalls eine Erkennungsrate, die ungefähr im Rahmen von 85% liegt. Genau. Wie gehen wir, oder wir sind in der ersten Projektphase vorgegangen. Wir betrachten nicht einfache RGB-Bilder und betrachten nicht einfache Aufnahmen von Muttermalen, sondern haben ein Messsystem entwickelt, welches multispektrale Aufnahmen von Muttermalen macht. Das sieht man hier unten. Ich zeige jetzt einmal die Trainingsphase, die ist ein bisschen in Türkis dargestellt hier. Bei der Trainingsphase werden die Muttermale mit diesem multispektralen Messsystem abfotografiert. Diese Dateien gehen in ein Backend, wo ein Post-Processing durchgeführt wird und diese postprozessierten Daten werden dann in ein Daten- und KI-Modell-Management verwaltet. Der Arzt hat dann die Möglichkeit, diese Daten zu labeln, indem er sich diese Bilder anguckt, diese multispektralen Bilder. Beziehungsweise haben wir auch die Möglichkeit, wenn diese Muttermale aus der Haut rausgetrennt werden, dass wir diese Probe im Labor histopathologisch untersuchen und den Laborbefund zudem für unser Labeling nutzen und auch in unserer Daten- und KI-Modell-Management-Plattform dokumentieren. In der Anwendungsphase sieht das dann wie folgt aus. Die Hautläsion des Patienten wird abfotografiert. Auch hier wird ein Post-Processing durchgeführt. Dann wird eine KI-basierte Erkennung gestartet und das KI-Diagnoseergebnis wird dem Arzt dann zur Verfügung gestellt und der Arzt kann daraufhin seine Diagnose eventuell anpassen. Genau, das ist so der grobe Überblick über intelligente Diagnostik 1 und wie eben schon erwähnt, ist einer der Kernpunkte die multispektrale Bildgebung. Es gibt einige Anwendungen, die automatisiert Hautkrebs klassifizieren. Ein entscheidender Unterschied zu diesen aktuellen Softwareanwendungen ist gerade diese multispektrale Bildgebung, welche ich dann kurz auf den nächsten Folien vorstellen werde. Hier sieht man jetzt auf der linken Seite das Messsystem, welches vom ILM im Projekt entwickelt wurde. Wir betrachten nicht einfache RGB-Bilder wie ein Arzt oder aktuelle Apps, sondern multispektrale Bilder. Das bedeutet, wir projizieren 9 verschiedene Wellenlängen von 451 Nanometer bis 940 Nanometern auf die Hautläsion und haben dann 2 Kameras, die das reflektierte Licht auffangen. Außerdem sieht man auch hier unten in dem Bild, gerade ist es kurz durchgelaufen, Streifenmuster, die auf die Haut projiziert werden, das sind die Ortsfrequenzen. Diese werden genutzt, um die Erhabenheit des Muttermals auch zu messen. Die Bilder, die dadurch erzeugt werden, werden in sogenannten NetCDF-Dateien, das ist ein Dateiformat, welches Array-basiert diese Informationen abspeichert.
abgespeichert und das Datenvolumen ist ungefähr pro Aufnahme in einer Größenordnung von 1 Gigabyte. Daran sieht man auch schon, dass wir sehr viele mehr Informationen zu normalen RGB-Bildern erzielen. Also ein großer Faktor ist, dass wir durch diese unterschiedlichen Wellenlängen tiefer in die Haut auch reinstrahlen können, also Informationen aus tieferen Hautschichten gewinnen können und die ein Arzt so bei einer rein visuellen Begutachtung nicht zur Verfügung stehen hätte. Wenn wir uns jetzt das Messsystem einmal angucken, wie es dann wirklich in der Klinik betrieben wurde, in der Hautklinik Tübingen, ist dieser Messkopf, den wir vorher auf der vorherigen Folie gesehen haben, hier an einem Stativarm befestigt. Die Aufnahmen werden ungefähr 20 cm von der Haut entfernt, also kontaktlos durchgeführt. Deswegen haben wir einen Stativarm, wo dann der Messkopf sehr flexibel halt ausgerichtet werden kann. Und dieser Messkopf ist an einem Computer angeschlossen. Zur Klassifikation hatte ich eben auch schon einmal erwähnt, werden die Muttermale dann, wenn es Melanome sind, aus der Haut getrennt und dann nochmal histopathologisch untersucht, dass wir auch sehr sicher gehen können, dass unsere Trainingsdatenmenge die korrekten Labels besitzt. In intelligente Diagnostik 1 haben wir erstmal nur zwei Klassen unterschieden, einmal Melanom und Benigne, also bösartig und gutartig. In intelligente Diagnostik 2, also die Phase, die jetzt aktuell läuft, werden wir noch weitere Krankheitstypen unterscheiden, wie Basalzellkarzinome, Plattenepithelkarzinome. Aber dazu werde ich nachher im Ausblick noch was erzählen. Aktuell ist das KI-System auf diese beiden Klassen auch trainiert. Dann würden wir einmal kurz auf den Diagnoseprozess schauen von intelligenter Diagnostik, wie dieser Standarddiagnoseprozess, der in der Klinik ist, erweitert wird durch unser Projekt. Dabei ist erstmal ganz wichtig, dass das primäre Ziel ist, die Ärzte zu unterstützen und nicht den Arzt zu ersetzen. Das bedeutet, intelligente Diagnostik soll einen Mehrwert für die ärztliche Diagnose schaffen und weitere Informationen sozusagen liefern. Der Prozess hier ist sehr grob granular dargestellt. Im Projekt haben wir ihn natürlich deutlich ausführlicher modelliert, aber der passte dann sonst nicht auf den Folien drauf. Generell sind die Erweiterungen hier in dunkelblau dargestellt. Die Aktivitäten, die generell für die Hautkrebsdiagnostik in der Hautklinik durchgeführt werden, sind in grün genau hier modelliert. Wir unterscheiden zwei verschiedene Datenbanken, einmal die Klinikdatenbank. Auch in diesem Projekt werden wir nicht auf die konkreten Patientendaten zugreifen, sondern nur auf die Datenbank für unser Projekt, die projektinterne Datenbank. Das sind die reinen multispektralen Bilder der Muttermalaufnahmen, wo nur Muttermale zu sehen sind. Als erstes wird der Arzt, der Dermatologe in der Klinik, initiale Untersuchungen vornehmen, Patientendaten aufnehmen, diese Daten wie Namen, Alter, Geburtsdatum, werden in der Klinikdatenbank gespeichert und nicht bei uns in der Datenbank. Der Arzt hat dann die Möglichkeit oder wird dann auch anhand dieser visuellen Begutachtung oder anhand von RGB-Bildern dann eine Klassifikation vornehmen in Melanom oder gutartig, also auf diesen ABCDE-Regeln, die ich eben kurz vorgestellt hatte. Wenn der Arzt diese Diagnose ausgeführt hat, werden dann mit unserem System diese multispektralen Aufnahmen erstellt. Die multispektralen Aufnahmen werden einmal für Trainingsaspekte bei uns in der Datenbank gespeichert, zudem in der Anwendungsphase in ein KI-System gegeben und der Arzt hat dann daraufhin die Möglichkeit, abhängig dieser KI-Diagnose zu entscheiden, liegt Hautkrebs vor oder nicht, also seine Diagnose eventuell noch anzupassen. Wenn Hautkrebs vorliegt, wird das Muttermal aus der Haut getrennt. Nochmal labortechnisch untersucht, ob es wirklich sich um Hautkrebs handelt und die Diagnose dokumentiert in unserer Datenbank sowie auch in der Klinikdatenbank, sodass wir hier einen gelabelten Datensatz zur Verfügung haben. Oh, und dann kommen wir auch schon zum Schwerpunkt des FZIs im Projekt. Das ist das KI-Modell- und Datenmanagement. Ziel war die Entwicklung eines Systems, welches KI-Modelle verwalten kann und die multispektralen Daten dem Anwender geeignet visuell auch darstellt. Deswegen würde ich als erstes einmal den Client zeigen, um einen Überblick über die Funktionalität zu präsentieren. Und dann gehe ich noch ein wenig auf das Technische ein und zeige auch kurz das Backend. Genau. Als erstes hat der Anwender die Möglichkeit, diese multispektralen Dateien, die vom Messsystem erzeugt wurden, in dem Client hochzuladen. Dazu wird hier die Datei einfach ausgewählt und dann hochgeladen. Das ist eine multispektrale Datei. Um halt jetzt visuelle Bilder zu erzeugen, müssen im Hintergrund Berechnungen durchgeführt werden, indem die Wellenlängen geeignet aggregiert werden. Und hier sieht man jetzt auch die verschiedenen Funktionen, die jetzt
der Anwender hat. Zunächst wird einmal das RGB-Bild dargestellt, welches aus dieser multispektralen Datei berechnet wurde. Zudem hatten wir eben beim Messsystem auch gesehen, dass Ortsfrequenzen auf der Haut projiziert werden, um halt eine Topografie des Muttermals zu erlangen. Und dieses wird in Form eines 3D-Modells hier unten im Client dargestellt. Also hier sieht man dann auch das Muttermal, dass dieses 3D-modelliert wurde. Neben den beiden visuellen Betrachtungen ist das ist der Kern der Anwendung die Darstellung, die textuelle Darstellung der KI-Diagnose. Das ist in diesem Fall hier ein Melanom. Wie gesagt, unterscheiden wir erstmal zwischen Melanom und kein Melanom. Diese textuelle Diagnose wird nochmal unterstützt durch eine Heatmap, die anzeigt, auf welche Stellen das KI-System bei der Diagnose geachtet hat. Je heller, also in diesem Fall gelb, die Stelle ist, desto wichtiger war diese für die Klassifizierungsentscheidung des KI-Systems. Das bedeutet, wenn jetzt an einer anderen Stelle als an dieser Stelle sehr viel Gelb bestehen würde, wäre das Vertrauen in dieser textuellen Klassifizierung geringer, weil das KI-System für seine Entscheidung gar nicht aufs Muttermal fokussiert hat. Man kann hier sehen, hier ist das Muttermal und das KI-System hat auch genau diese Stelle für die Entscheidung halt fokussiert. Als letzte Funktionalität in dieser Ansicht besteht jetzt die Möglichkeit, das Labeling durchzuführen. Da kann man dann hier das Diagnoseergebnis anpassen, nachdem Laborergebnisse zurückgekommen sind, oder der Arzt kann halt seine Laborergebnisse hinzufügen in Melanom und kein Melanom. Neben den Anwendungsfunktionen haben wir auch administrative Funktionen. Hier ganz klein dargestellt ist so ein Administrationsbereich. Den würde ich jetzt einmal kurz zeigen. Der ist dafür da, um zwischen unterschiedlichen KI-Modellen zu wählen, Trainings- und Testprozesse durchzuführen. Wenn man jetzt auf diesen Admin-Bereich drücken würde, kommt so ein Widget, wo man jetzt hier oben die Möglichkeit hat, zwischen den zur Verfügung stehenden Modellen zu wählen. Man sieht Genauigkeitswerte der Modelle, man sieht die letzte Änderung und hat auch hier die Möglichkeit, Trainingsprozesse durchzuführen. Man gibt die Trainingsparameter ein, kann Verlustfunktionen etc. wählen und hat hier auch die Möglichkeit, zwischen Trainingsdaten und Validierungsdaten, aktuell sind nur jeweils ein Datum verwaltet, kann man hier wählen, welche Trainingsdaten verwendet werden. Das gleiche analog auch fürs Testen. Hier hat man dann die Möglichkeit, auch fürs Testen Parameter einzugeben und auch hier die Testdaten auszuwählen. Mit diesem Knopf hat man zudem noch nur zur Vollständigkeit die Möglichkeit, auch die KI-Modelle in Form von PT-Dateien zu exportieren. Genau, aber das ist so grob die Funktionalität des Management-Systems. Auf der nächsten Folie einmal noch eine kurze Übersicht über die technischen Komponenten dahinter. Den Client, den wir gerade gesehen haben, den webbasierten Client, der ist hier dargestellt. In Intelligente Diagnostik 1 ist es so, dass wir noch zwei GUIs betreiben. Das ist einmal dieser Client zur Verwaltung der Daten und einmal eine Messsystem-Software, die für die Ansteuerung des Messsystems genutzt wird, also das Auslösen von diesen multispektralen Aufnahmen. Wenn diese Aufnahmen getätigt wurden, wird ein Post-Processing durchgeführt und dann können diese Aufnahmen in den Client hochgeladen werden. Das wird in Intelligente Diagnostik 2 alles in einem Client zusammen integriert. Als zentrale Kommunikationseinheit haben wir das Management-System, welches wie auch die Datenbank und das KI-System innerhalb von Docker-Containern ausgeführt werden. Da würde ich jetzt gleich auch nochmal genauer kurz drauf eingehen. Hier für die Umsetzung des Management-Systems. Das Management-System ist so die Hauptkomponente in dem Projekt fürs FZI gewesen. Und für die Entwicklung haben wir auf bekannte Software-Entwurfsmuster aufgebaut. Wir haben für die KI-Systemintegration zum Beispiel das Entwurfsmuster Adapter verwendet. Da würde ich auch nochmal einmal ganz kurz eine kleine Einführung geben, wie man dieses für die KI-Systemintegration halt nutzen kann. Das KI-System wurde von unserem Projektpartner Hans-Chika Filling-Schwenning entwickelt und wir entwickeln das Management-System. Damit wir jetzt parallel an beiden Komponenten arbeiten können, war das Ziel, von der konkreten Implementierung der KI-System-Funktionalitäten natürlich zu abstrahieren. Natürlich wurden die Grundfunktionen abgestimmt, aber es geht jetzt um konkrete Implementierungsentscheidungen. Und wir wollten dann davon abstrahieren, um wirklich gut unabhängig voneinander die Komponenten umzusetzen. Dieses Intelligent Skin Cancer Diagnostic Klasse soll jetzt alle Klassen unseres Management-Systems repräsentieren und wir haben dann einfach in einem Interface unsere Funktionen definiert. Das hier ist rein beispielhaft, das sind nicht die konkreten Funktionen und auch nicht die konkrete Anzahl, aber soll einfach nur verdeutlichen, wie das dann abgelaufen ist. Wir haben ein Interface, wo die Funktionen, die wir in unserem Management-System verwendet haben, definiert wurden.
zum Beispiel eine Prediction-Methode mit einem Buffered-Image-Objekt und eine Ausgabe von Boolean, True oder False, ob Hautkrebs vorliegt oder nicht. Und das sind die Funktionen, die jetzt Hans Schickert zum Beispiel in ihrem KI-System uns bereitstellen könnte. Es wäre vielleicht eine Forecast-Methode, wo ein zweidimensionales Integer-Array gefordert wird und ein String zurückliefert. Und das Schöne beim Adapter-Entwurfsmuster, wir haben nur eine zentrale Stelle, wo jetzt diese Adaption vonstatten geht. Wir implementieren die Funktion aus dem Interface in dieser Klasse, wo dann halt jetzt dieses Buffer-Image-Objekt in ein zweidimensionales Integer-Objekt umgewandelt wird oder der String zum Beispiel auf das Boolean-True oder False abgebildet wird. Genau. Das ist sozusagen der Kerngedanke dahinter. Wenn sich jetzt irgendwas an dem KI-System hier ändern würde, müssten wir lediglich die Adaption External Model Class anpassen. Wir haben generell noch mehrere Entwurfsmuster auch im Hinblick auf den KI-Kontext und Einsatz in KI-Systemen untersucht und haben da auch zwei Publikationen. Einmal ein White Paper, welches das Ganze ein bisschen ausführlicher beschreibt. Das ist iSystems Development with Design Patterns und ein Paper auf der EMISI. Bei mir ist gerade der Sound weg, sorry. Ist es bei mir so oder Sie waren ganz kurz nicht zu hören für ein paar Sekunden. Okay. Geht es jetzt wieder? Jetzt wieder da. Also vielleicht noch die letzten paar Sätze kurz wiederholen, bitte. Okay, ich habe einfach nur kurz noch Werbung gemacht für zwei Publikationen. Wir haben den Einsatz von KI-Entwurfsmustern, von Entwurfsmustern in KI-Systemen untersucht und haben da zwei Publikationen. Einmal ein White Paper, AI Systems Development with Design Patterns und ein Paper auf EMISA, publiziert Software Design Patterns for AI Systems. Genau, wer da Interesse hat, gerne reinschauen. Kurz auf die Schnittstellen noch eingegangen. Zwischen dem Client und dem Management-System haben wir eine REST-API eingesetzt. Dort werden Informationen über den multispektralen Daten übermittelt und auch die Labels. Und wir erhalten die Informationen wie RGB-Bild, das 3D-Modell und die KI-Diagnose zurück. Beim Training und beim Testen erhält das KI, der Client Informationen zu Parameter und Parameterbereichen, Modellinformationen wie die Accuracy und die PT-Dateien, und der Client liefert halt Informationen, welches Modellgrad ausgewählt ist, welche Trainingsdaten verwendet werden und mit welchen Parametern. Und zur Vollständigkeit auch noch kurz die Schnittstelle zwischen Management-System und dem KI-System. Bei der KI-Diagnose wird halt das multispektrale Bild übergeben und das Modell, und das KI-System liefert dann die KI-Diagnose zurück in Form einer Heatmap beziehungsweise auch dann halt das textuelle Ergebnis. Beim Training werden die Trainingsdaten übergeben vom Management-System, das Modell ausgewählt, also das Modell, welches trainiert werden soll, und auch Parameter. Und das KI-System liefert uns dann die Modellinformation, welche Accuracy erzielt wurde, und vor dem Training auch die Parameterbereiche. Genau. Ganz kurz aufs KI-Modell. Welches KI-Modell liegt dem ganzen Ansatz zugrunde? Das KI-Modell wurde von Hans Schickert, Feeling, Schwenning entwickelt. Es ist ein 2D-Convolution-neuronales Netz. Da werden diese multispektralen Bilder hereingegeben und mit Faltungsschichten und dann am Ende Fully-Connected-Schichten auf einem Klassifizierer, also zwei Neuronen, abgebildet, die dann das Ergebnis präsentieren. Wir unterscheiden hier zwischen Melanom und Benigne, also zwischen Melanom und gutartig, in intelligente Diagnostik 1. In intelligente Diagnostik 2 werden wir dann noch die Klassifizierung erweitern, um diese Klassen maligne Melanome, Basalzellkarzinome, Plattenepithelkarzinome und seborrheische Keratose sowie die benignen Nävi, dass wir da noch eine weitere Unterscheidung machen können. Das Ziel in dem Projekt ist es, nachher am Ende eine Erkennungsrate von malignen Melanomen von über 90% zu erreichen. Genau, und damit halt dann gängige Anwendungen zu übertreffen. Das war auch schon kurz der Einblick in intelligente Diagnostik 1. Jetzt der Ausblick, woran wir aktuell arbeiten und in den nächsten Monaten arbeiten werden. Wir haben das große Problem gehabt in intelligente Diagnostik 1, dass wir auch aufgrund von Corona nicht allzu viele Daten aufnehmen konnten in der Klinik. Wir wollen jetzt in intelligente Diagnostik 2 hauptsächlich die Datenakquise erweitern und haben dazu ja auch die Charité gewinnen können, sodass wir halt mehrere Standorte haben, wo Daten aufgenommen werden. Und das Problem bei medizinischen Daten, bei Bilddaten, ist halt der Datenschutz. Und deswegen setzen wir in dem Projekt auf einen Federated Learning-Ansatz, den wir erproben wollen. Wir haben jetzt hier dargestellt auf der rechten Seite 3 unterschiedliche Standorte. Einmal die Klinik, den Hautarzt und eine zweite Klinik. Und beim Federated Learning-Ansatz ist bei der Anwendung für den Arzt erstmal
alles gleich, sodass der Arzt lokal seine Aufnahme von dem Muttermann machen kann. Diese Aufnahme wird dann in einem KI-System gegeben und eine Prädiktion erstellt oder eine Prädiktion berechnet. Diese Prädiktion wird dann wieder an den Arzt zurückgeliefert. Also das erfolgt alles lokal und es braucht keine Übertragung zwischen unterschiedlichen Standorten. Beim Training sieht das jetzt anders aus. Zunächst wird auch hier jeweils auf ihre eigenen lokalen Daten trainiert, sodass halt Klinik 1 mit den Daten der Klinik 1 trainiert, Klinik 2 mit den Daten von Klinik 2, sodass jeder ein lokales trainiertes Modell besitzt. Das sieht dann genau wie folgt aus. Ich habe das mal farblich dargestellt. Dass die Klinik jetzt von den Erkenntnissen aus Klinik 2 profitieren kann, muss ein Austausch vonstatten gehen. Und das erfolgt jetzt so, dass lediglich die Kantengewichte der KI-Modelle oder die Parameter der KI-Modelle ausgetauscht werden zum globalen KI-Modell und dort fusioniert werden. Also es werden keine konkreten Bilddaten übertragen, sondern nur die lokal trainierten Modelle. Die werden dann im globalen KI-Modell fusioniert. Und wenn die Fusion abgeschlossen ist, haben wir hier ein fusioniertes Netz und dieses fusionierte Netz wird wieder zu allen Standorten zurückübertragen, sodass jetzt Klinik 1 von den Erkenntnissen aus Klinik 2 profitieren kann, ohne dass Klinik 1 jetzt irgendwelche konkreten Bilddaten von Klinik 2 erhalten musste, sodass das datenschutzfreundlich hier ein Austausch stattfinden konnte. Genau, das ist das Ziel von Intelligente Diagnostik 2. Wir haben noch weitere Inhalte, die dort betrachtet werden. Wie eben schon erwähnt, werden wir verschiedene Krankheiten betrachten. Wir haben jetzt einmal die Charité da hinzugewonnen und die Hautklinik Tübingen bleibt weiterhin unser Partner, sodass wir jetzt versuchen, um die 500 malignende Melanome in der zweiten Phase aufzunehmen, 500 Basalzellkarzinome, 500 Plattenepithelkarzinome und dann nochmal jeweils 1000 seborrheische Keratosen und benigne Nevi. Zudem probieren wir das Messsystem, was man ja am Anfang gesehen hatte, noch sehr groß ist, weiter zu miniaturisieren. Hier rechts ist schon mal ein Ergebnis von Intelligente Diagnostik 1. Das wird noch weiter miniaturisiert, dass wir es hinten auf einem mobilen Gerät anschließen können. Und dann probieren wir auch Messgenauigkeiten zu verbessern. Aktuell ist das Problem, dass zum Beispiel Licht halt an der Hautfläche reflektiert und die Messung stört. Da werden halt Ansätze aktuell erprobt, dass wir vielleicht doch mit Kontakt messen, sodass das Messsystem aufgelegt wird. Genau, und das war eigentlich auch schon meine Präsentation. Einmal noch kurz die Zusammenfassung. Was machen wir in der Diagnostik? Wir betrachten dort multispektrale Bildgebung anstatt einfache RGB-Bilder, um halt auch Tiefinformationen mit in unsere KI-Diagnose und KI-Training hinzuzuziehen. Wir erhoffen uns dadurch, weil wir jetzt deutlich mehr Informationen und Daten pro Aufnahme erzielen, halt auch bessere Prognosegenauigkeiten zu erzielen. Haben wir schon einmal kurz gezeigt, wie der aktuelle Diagnoseprozess angepasst wird. Den werden wir auch noch weiter anpassen um diesen Federated Learning-Ansatz. Dann hatte ich vorgestellt, wie aktuell die KI-Modell- und Datenmanagement-Plattform aussieht, welche Funktion man hat, dass man ein 3D-Modell und die KI-Ergebnisse sich anzeigen lassen kann, dass ein 2D-Convolution-neuronales Netz aktuell verwendet wird, wo das multispektrale Bild reingegeben wird und wir dann eine Klassifizierung auf Melanom und gutartig machen und der aktuelle Forschungsschwerpunkt, das Federated Learning, wo lokal trainiert wird, die Modelle, das ist gerade bei mir das Licht ausgegangen im Büro, die Modelle ausgetauscht werden, dann die Modelle fusioniert werden und dann wieder zurückverteilt wurden. Genau, und dann ganz zum Ende noch kurz der Hinweis, das Projekt wird von einem projektbegleitenden Ausschuss begleitet, also wenn Sie Interesse an einer Mitwirkung haben, beziehungsweise in Workshops über die kommenden Ergebnisse informiert werden wollen, melden Sie sich gerne bei mir. Zudem habe ich auch aktuell noch Hilfskraftstellen ausgeschrieben und wir haben eine Projektwebseite. Dort werden nochmal detaillierte Informationen aufgelistet und dort ist auch der Abschlussbericht von Intelligente Diagnostik 1, also von der ersten Phase, zum Download zur Verfügung und wir haben auch ein kleines YouTube-Video. Da kann man auch reingucken. Genau, und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Sehr schön. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe direkt eine Frage zu der Folie 5 bei der Problemlösung. Haben Sie gesagt, der
der Arzt schaut sich das Ganze an und labelt. Ist das manuelles Labeling dann komplett über alle Daten hinweg oder haben Sie da Automatisierung noch mit drin? Genau, also in der ersten, also in intelligente Diagnostik 1 ist es komplettes manuelles Labeling. Ich probiere gerade mal zur Folie zu springen. Genau, wir haben zwei Labeling-Stationen. Einmal der Arzt, der halt rein visuell nochmal das Labeling durchführt und dann nochmal, wenn es ein Melanom ist, wird das Melanom aus der Haut getrennt und dann labortechnisch untersucht, damit wir eine sehr qualitativ hochwertige Trainingsdatenmenge erzielen. Aber ja, das ist in dem Fall komplett manuell, ja. Hatten Sie sich überlegt, das Ganze zu automatisieren oder kommt das jetzt in der zweiten oder dritten Phase? Das ist aktuell noch nicht, also das war aktuell noch nicht in der Überlegung. Wir haben vielleicht so zur Größenordnung in intelligente Diagnostik 1 jetzt Daten, ich glaube 130 multispektrale Daten aufnehmen können. Die konnte man noch gut manuell auch klassifizieren und dann labeln. Wir müssen mal gucken, wie das dann in intelligente Diagnostik 2 umgesetzt wird, aber genau, da ist dann hauptsächlich auch das NMI für zuständig dann, genau. Aber wegen Corona hatten wir jetzt leider sowieso gerade das Problem, dass wir halt so wenig Daten erst aufnehmen konnten. Okay, bei 130 Datensätze ist das auch schon klar, dass man das manuell am Anfang probiert. Das ist soweit auch in Ordnung. Okay, vielen Dank dafür. Dominik Fuchs, da gibt es eine nächste Frage. Bitte schön. Ja, ich würde gerade da noch mal kurz mich einklinken, weil das hat mich am Anfang etwas verwirrt gehabt. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, wurde am Anfang gesagt, dass wenn Menschen das sich angucken würden, dass man dann eine Erkennungsrate von 85% oder so hätte. Ja, ich bin richtig. Wie soll jetzt eine bessere Erkennungsrate sozusagen gewonnen werden, wenn ein Mensch die Daten labelt? Ganz böse formuliert. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Deswegen haben wir diesen Umweg sozusagen noch mit der labortechnischen Untersuchung. Also das bedeutet, ganz am Anfang ist ja noch kein Laborergebnis zur Verfügung. Da können wir erstmal ein vorzeitiges Label des Arztes hinzufügen. Dann, wenn das Muttermal sozusagen aus der Haut rausgetrennt wurde und dann nochmal histopathologisch untersucht wurde im Labor, kann man mit sehr, sehr hoher Sicherheit auch sagen, ob es sich um ein Melanom handelt oder kein Melanom. Sodass wir halt hiernach, sobald dann die Laborergebnisse auch feststehen, nochmal das Diagnoseergebnis anpassen, um dann halt eine wirklich hohe, qualitativ hochwertige Datenmenge zu erzielen. Also es stimmt auf jeden Fall, dass wenn man natürlich jetzt hier nur die Ärzte klassifizieren lassen würde, eventuell dann halt nicht über diese 85% herauskommt. Deswegen haben wir halt noch diese labortechnische Untersuchung, die mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit dieses Labeling vornehmen können. Das heißt aber, diese labortechnische Untersuchung, die wird in Ausnahmefällen gemacht? Oder wann wird die sozusagen getriggert? Die labortechnische Untersuchung wird bei uns in allen Fällen gemacht, wo dieses System oder der Arzt halt Bedenken hat und sagt, okay, es könnte mit hoher Sicherheit ein Melanom sein, sodass das Muttermal auch rausgetrennt wird. Deswegen werden alle Proben, die halt in dem Projekt auch aufgenommen werden, auf jeden Fall dann rausgenommen werden, auf jeden Fall auch dann labortechnisch untersucht. Also das ist in unserem Projekt bei der Trainingsdatenerzeugung werden alle Melanome, die aus der Haut rausgetrennt werden, nochmal untersucht. Okay, dass ich da immer weiter erst reingrab, weil ich finde es interessant. Das heißt, wenn der Trainingsdatensatz gemacht wird, habe ich, wenn ich Fehler drin habe, den Fehler aber so rum, dass ein möglicherweise Karzinom nicht erkannt wird, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, weil der Arzt sagt, nö, das sieht alles okay aus. Ja. So rum. Also genau, also generell ja, aber man muss dazu sagen, dass prinzipiell aktuell deutlich häufiger eher gesagt wird, man trennt lieber das Muttermal raus, als dass das Risiko einzugehen, dass es ein Melanom ist. Deswegen sind auch bei vielen rausgetrennten Muttermalen, diese gar kein Melanom sind. Somit stimmt es in einem Fall, dass wenn es halt auf jeden Fall kein Melanom ist, dass es nicht herausgetrennt wird, um eine labortechnische Untersuchung durchzuführen. Aber auch bei vielen herausgetrennten Muttermalen ist es kein Melanom, sondern eine normale, benigne Hautläsion. Und deswegen gleicht sich das einigermaßen aus, würde ich sagen. Ja. Okay. Ich habe noch weitere Fragen, aber ich lasse gerne anderen erstmal Vortritt. Es hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet, deswegen hätte ich gesagt, schieß los. Okay, perfekt. Weil wie gesagt, ich finde es echt spannend gerade. Und zwar zum verteilten Lernen habe ich jetzt mir gerade so ganz plakativ gedacht, ist eine schicke Sache.
kann ein Hausarzt denn überhaupt so ein Training durchlaufen lassen bei seinem Rechner, sage ich jetzt mal so ganz schnippisch. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, genau, also generell haben wir hier das Training vielleicht erstmal, wie es in Intelligente Diagnostik 1 realisiert ist, wie das Training auf einen Backend-Rechner durchgeführt, der dementsprechend auch Hardware zur Verfügung hat. Und das wird auch im Projekt auch in der Hautarztpraxis durchgeführt, indem wir halt dort einen Backend-Rechner hinstellen mit einer geeigneten Grafikkarte, Arbeitsspeicher etc., sodass dort auch ohne Probleme das lokale Training durchgeführt werden kann. Nachher in der Anwendungsphase, wenn es halt Endanwender bekommen würden, das System, oder Hausärzte, wäre das Training nicht wirklich möglich auf dem lokalen Gerät. Wir werden da in Intelligente Diagnostik 2 Untersuchungen machen. Wir werden hier als mobiles Gerät wahrscheinlich einen NVIDIA Jetson einsetzen, wo wir auch mal untersuchen, wie performant dort Training durchgeführt werden kann. Aber generell ist es für den Endanwender nachher so gedacht, dass generell nur in den Kliniken halt auch Trainingsprozesse durchgeführt werden können, weil auch nur hier das Labeling stattfinden kann. Hausärzte oder Endanwender nachher, die dann so eine App haben mit so einem Aufsatz für die multispektrale Bildgebung, könnten sowieso kein Labeling durchführen. Somit hat man auch keine Trainingsdatenmenge und wird auch lokal kein Training durchführen. Aber wir werden in Intelligente Diagnostik 2 das untersuchen und schauen, wie performant das zumindest auf einen NVIDIA Jetson zum Beispiel umgesetzt werden kann. Okay. Aber da kann ich aktuell noch keine Ergebnisse präsentieren. Das kommt noch genau in den nächsten Monaten. Ja, dann danke auf jeden Fall dafür. Jetzt habe ich akut, glaube ich, keine Fragen mehr. Aber danke auf jeden Fall. Kein Problem, dann kann ich weiter übernehmen. Sie haben vor, insgesamt 3.500 Datensätze jetzt nochmal zu sammeln. Ja. Wie lange dauert das aus der Erfahrung? Sie haben jetzt vorhin mit 100, also knapp über 100 jetzt gearbeitet. Mhm. 3.500 schon ein bisschen größere Geschichte. Es ist schwierig zu sagen. Das Problem ist, dass wir in der ersten Projektphase halt durch Corona sehr eingeschränkt gewesen sind, dass wir halt dort auch in der Klinik dann zeitweise keine Aufnahmen tätigen konnten. Es generell eher schwer war. Jetzt haben wir hoffentlich dann ab Ende diesen Jahres dann den Demonstrator wieder in der Hautklinik Tübingen im Betrieb und haben dann noch eine weitere Klinik da hinzubekommen. Also generell ist die Projektphase, also das ganze Projekt bis Ende 2022 und wir werden ich habe den Projektplan jetzt nicht komplett im Kopf, aber wahrscheinlich bis Oktober dann auch Daten aufnehmen, um dann halt da nachher die KI-Systeme zu trainieren. Also wird das ungefähr ab jetzt ein Jahr sein, wo wir die Datenakquise durchführen werden. Das sind genau Einschätzungen gewesen von den Kliniken, soweit ich das weiß. Genau, dass diese Mengen auch an unterschiedlichen Krankheiten dann auch aufgenommen werden kann in diesem Zeitraum von jetzt ungefähr einem Jahr. Mhm. Genau. Dann hätte ich noch eine letzte vielleicht nochmal. Dieses 2D Convolutional Neural Network, das wurde von extern entwickelt? Vom Projektpartner, ja. Vom Projektpartner, genau. Da gab es eine, habe ich Sie verstanden, Sie schauen sich dann die Bilder an und dann wird entschieden, so wie ich selber jetzt, wo das war. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Folie 18, genau, das war das. Da wird entschieden, hier vorne links oder rechts, also habe ich jetzt mal hier, also das ist 50-50-Entscheidung letztendlich in der Phase 1 gewesen. Ja, genau. Melanom. Ja. Okay. Wie gut war das Ganze? Also wie gut war das KI-System? Also, ja. Also da kann ich vielleicht noch eine Folie auflegen. Ich habe noch eine Backup-Folie kurz um die Ergebnisse. Ich habe die extra nicht in die Präsentation direkt mit hineingepackt, weil die sehr mit Vorsicht zu genießen sind, weil wir halt, wie gesagt, sehr wenig Daten aufnehmen konnten. Das sind jetzt hier die Ergebnisse, die wir erzielt haben. Hier hinten die Sensitivität ist, glaube ich, interessant, wie gut dann auch das Melanom erkannt wurde. Und hier haben wir beim Modell D eine 91,6-prozentige Accuracy erreicht, Genauigkeit erreicht und eine Sensitivität von 75%. Und was Hans Schieker da gemacht hat, ist, dass dieses KI-Modell auf simulierten Daten, wir haben multispektrale Daten simuliert, mit unseren realen hyperspektralen Daten kombiniert hat, sodass wir dann halt einen einigermaßen großen Trainingsdatensatz zur Verfügung stehen hatten. Haben wir diese Accuracy-Ergebnisse erzielt. Wie gesagt, sehr mit Vorsicht zu genießen. Die Testdatenmenge ist dementsprechend auch noch sehr, sehr klein gewesen. Deswegen können wir hier noch keine wirklichen Aussagen drüber tätigen, aber vielleicht schon mal so einen ersten Einblick. Wir hoffen, dass wir dann in Intelligente Diagnostik 2 das KI-System besser evaluieren können. Das nur, genau.
wie gesagt, mit sehr viel Vorsicht zu genießen. In dem Moment sind die Werte ja soweit, also das sind die ersten Werte, irgendwo muss man da anfangen, und wenn das zweite, wenn so ein zweiter Teil dazukommt und Sie mehr Daten haben, dann können Sie auch evaluieren und dann auch sagen, okay, hat das jetzt gut funktioniert oder geht das Ergebnis vielleicht bei mehr Daten dann eher dann wieder runter. Also das ist auch soweit auch in Ordnung. Also vielen Dank für die Info letztendlich und vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen. Ich schaue aber, ob Matthias noch da wäre. Nee, hallo. Doch, ich bin da und ich bin wieder da. Hörst du mich? Entschuldigung, ja, es hat sich aber noch jemand gerade noch gemeldet, glaube ich, mit einer Frage. Ja genau. ich hätte noch eine Frage zu dem Modell. Also gab es da einen speziellen Grund, warum das sich ausgerechnet für ein neuronales Netzwerk beim Supervised Learning entschieden haben? Oder haben sie einfach mal damit angefangen zu testen? Da kann ich leider nicht viel zu sagen. Also die KI-Experten waren genau bei Hans Schickert, Felix Schwenning in dem Projekt. Also die waren für das KI-System zuständig und sie haben gesagt, genau, dass das 2D-Convolution neuronale Netz am besten geeignet ist. Wir haben noch eine PCA-Analyse auch schon noch gemacht nebenbei, wo wir auch noch ein bisschen Vergleichswerte gewonnen haben, aber Hans Schicker Feeling Schwenning hat sich für dieses 2D-Convolution-Neuronal-Netz entschieden. Vielleicht dazu noch, generell wird auch angestrebt nachher, dass, wenn wir auch mehr Trainingsdaten haben, das Ganze noch auf ein 3D-Convolution-Neuronal-Netz zu erweitern, Also, vielen lieben Dank an die Vortragenden heute. Also, waren nochmal zwei sehr, sehr interessante Einblicke, was wir mittlerweile alles mit Software-Technologie alles erreichen können. Und dementsprechend wollen wir das auch ein Stück weit von unserer Seite aus auch honorieren und Danke sagen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um Ihre Themen bei uns vorzustellen und was Sie damit alles erreicht haben, was man damit alles machen kann. Und Sie kriegen von uns jetzt auch noch im Nachgang nochmal ein kleines Goodie, ein kleines Geschenk. Dabei geht es um Design-Cards, hat auch viel mit Softwareentwicklung zu tun, gerade mit Software-Prinzipien, die man letztendlich auch einsetzen kann, um in technischen Diskussionen vielleicht auch auf eine gemeinsame Lösung zu kommen oder zumindest die Argumente der anderen gut und transparent machen zu können und besser verstehen zu können. Das Ganze gibt es im Endeffekt oder ist so ein bisschen entstanden auch daraus, dass wir gesagt haben, okay, es basiert auf einer Entwicklertypologie. Wir haben verschiedene unterschiedliche Entwicklertypen, die unterschiedlichste Argumente für wichtiger empfinden. Das basiert unserer Ansicht nach ein Stück weit auf den Designprinzipien. Wir hatten vorhin jetzt bei einem Vortrag noch das Thema Design Patterns gehört. Also es geht nicht um Patterns, sondern es geht an der Stelle tatsächlich um Designprinzipien, die dahinter stecken. Und mit den Cards, also auf Basis dessen haben wir mal eine Entwicklertypologie entworfen, wo man sich selber als auch andere einschätzen kann. Und als zweites Spin-off kam dann eben diese Cards raus, die man eben gerade bei technischen Diskussionen einsetzen kann, um seine Argumente nochmal ein bisschen plastischer, ein bisschen transparenter zu machen. Und das würden wir jetzt heute im Nachgang allen Vortragen nochmal zur Verfügung stellen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an Sie. Ich glaube, so wie du es vorhin schon gesagt hast, Alex, das waren sehr interessante Vorträge. Ich glaube, haben unserem Publikum heute sehr gut gefallen. Gerade das Thema Health war ja bei uns ein bisschen Fokusthema in diesem Jahr, gerade so ein bisschen auch ausgelöst durch das Thema Corona. Passt das sehr, sehr gut in unsere Reihe rein. Und wir freuen uns natürlich dann auf die nächste Sneak Preview mit weiteren Vorträgen, aber jetzt auch auf den Rest des Abends, den wir jetzt noch ausklingen lassen und uns für alle, die möchten, dabei bleiben können, um noch so ein bisschen über die Themen heute oder auch über andere Themen so ein bisschen auszutauschen und zu diskutieren. Leider kam vorhin auch schon, können wir das nicht vor Ort machen momentan, in der Hoffnung, dass wir das vielleicht irgendwann mal wieder vor Ort machen können und uns dann beim gemeinsamen Bierchen oder einer Cola oder was auch immer da nochmal vielleicht in einem schöneren Ambiente uns direkt austauschen zu können.